Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich mal wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge aus der Serie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich hier auf dem Charmy of Lothar und da bin ich im Auktionshaus bzw. im Black Market Auktionshaus wieder fündig geworden. Ich habe mir was Schickes gekauft und da seht ihr einmal Wappenrock der Leere, das ist auch der letzte von den TCG Wappenrücken, die ich aktuell aus dem Black Market brauche. Und der hat mich jetzt gekostet 246.000, was, muss ich sagen, für so einen Wappenrock echt geht, ne? Für die anderen habe ich ja teilweise ein gutes Stück mehr gezahlt. Ich glaube, der letzte war über 1 Million, also das ist jetzt ein Viertel davon. Da kann ich echt nett motzen. Jetzt würde ich sagen, können wir den mit dem auch gleich anlegen. Liegt der komische Wappenrock der Wächter von hier raus. Und ja, das ist das schicke Ding. Das tragen wir jetzt auch ein, 246.000. Meine Tabelle, da haben wir sie. 146.000. Der Wappenrock. Und wie gesagt, das ist jetzt quasi der letzte, der mir da noch fehlt. Und jetzt brauche ich nur noch ein T3-Teil. Und ich hatte ja schon in der letzten Folge angekündigt, wenn ich denn das letzte hier bekomme, ne? Also das letzte Teil von den Wappenrücken, dass ich mir dann das T3-Teil crafte. Und dann würde ich jetzt sagen, gucken wir gleich mal und bauen uns das mal zusammen. So, dann gucken wir uns jetzt C3 an. Wie gesagt, die Wappenröcke sind ja jetzt raus, ne? Und jetzt habe ich nur noch die Robe des verseuchten Herzens. Das ist quasi Hexa T3. Das ist das letzte, was ich jetzt noch offen habe. Und die wollen wir uns jetzt zusammen basteln. Ich habe ja die ganzen Nax-Freischaltungen schon gemacht vor einer Weile, als die rauskamen. Dementsprechend brauchen wir jetzt drei Bestandteile. Das erste ist die Space Token, das können wir uns im AH kaufen. Ich habe jetzt mal geguckt, hier auf Twisting Nether ist quasi das allergünstigste drin mit 75k. Auf Blackmore, wo ich jetzt mit Main bin, kostet es auch so etwa wie hier 35k, ne? Also da fahren wir ein gutes Stück günstiger, also kaufen wir uns jetzt das hier mal. Da kann ich übrigens empfehlen, falls ihr es nicht kennt, da gibt es eine Seite. Und zwar heißt die mittlerweile Undermine Exchange. Da habe ich das Item einfach eingegeben und habe hier quasi dann geguckt, wo das günstigste ist, ne? Welcher EU-Server. Da kann man so Sachen immer suchen. Genau, und da war jetzt Twisting Nether mit 75 tatsächlich das günstigste. Gut, also das Item haben wir jetzt schon mal. Das traden wir jetzt hier mal auf dem Main-Num. Also ich muss nur das im Postkasten nehmen, sonst wird das nix. Sonst wird das nix. Da haben wir nämlich jetzt schon das erste Teil. Und dann müssen wir noch zwei Komponenten besorgen. Beauty, jetzt habe ich das Ding hier schon mal rüber geschickt, ne? Also hier auf den Hexenmeister, mit dem crafte ich es mir nämlich dann. Und das ist jetzt der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, ich brauche einen verfluchten Stoff. Und das muss ich mir quasi craften lassen. Oder warte mal, kann ich das nicht sogar auf dem Chart craften? Ah, warte mal, ich muss, glaube ich, gar keinen Arbeitsauftrag stellen. Ich kann es ja selber craften. Ja gut, also wenn man es nicht selber craften kann, dann kann man hier einen Arbeitsauftrag stellen. Aber ich bin ja hier schon ein krasser Crafter und kann mir das ja selber bauen. Dann gucken wir mal, was wir dafür noch ausgeben. Warte mal, ja, das könnte eng werden. Ich habe mal das ganze Gold zusammengeschickt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier ausreicht. Also das kostet nicht sonderlich viel, das geht tatsächlich. Also hier brauchen wir 50. Naja, es wird ausgehen, oder? Die Mats sind jetzt nicht mehr so teuer. Die waren mal relativ hoch im Kurs, als die T3-Sachen reingekommen sind. Also die Craft waren T3-Sachen, ne? Aber mittlerweile haben sich die wieder halbwegs erholt. Ja, 55 Gold, Teufelsstoff, geht. Okay, dafür haben wir jetzt wie viel ausgegeben? 7k. Ja, da kann ich echt nichts sagen. So. Und damit müsste ich mir jetzt dieses Upgrade-Teil bauen. Und das können wir dann... Ah doch, das kann ich sogar hier craften. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich da nach Nax muss. Okay, das können wir jetzt hier drauf anwenden. Und dann haben wir nämlich Stufe Nummer 2. Das ist das hier. Das können wir einsetzen mit dem Phylakterium-Gewebe. Und dafür müssen wir aber Hanax. Ich meine, ich habe mit Main sogar noch ein bisschen was rumliegen. Also da können wir uns eventuell ein bisschen was sparen. Jetzt tragen wir als erstes das ein. Das waren jetzt 7k noch.
Warte mal, habe ich meine Tabelle? Also die 75 habe ich jetzt schon eingetragen. Dann machen wir jetzt hier 7k. Kraftkosten. Das ist das Upgrade, oder machen wir? Lass mal. Machen wir Craftkosten, weil das andere ist ja dann das Upgrade. Machen wir es so rum. Okay, dann schaue ich jetzt mal nochmal auf Main, wie viel ich von dem Gewebe noch rumliegen habe. Ich meine, das ist mittlerweile der Battle.net-Account gebunden. Gut, jetzt sind wir zurück auf dem Hexer. Ich habe auf dem Main noch 31 Phylacterium-Gewebe gefunden. Das ist jetzt gar nicht schlecht. Das spart mir nämlich jetzt schon ein bisschen Gold. Das kostet nämlich 1, kostet 2000. Also das sind jetzt 62.000 Gold, die ich mir dadurch spare. Was halt schon juti ist. Und jetzt können wir mal gucken. Also ich hatte mir rausgesucht, dass ich 210 brauche. Ach, das steht sogar auch drauf. Okay, nevermind. Also brauchen wir jetzt 179. Was mich einiges an Gold kostet. Das hat jetzt gekostet 358.000. Bleib sauber. Und die können wir jetzt... Ach, die rechtschaffenden Kugeln brauchen wir noch. Ups, die habe ich ja komplett vergessen. Wir brauchen jetzt noch... Wie viel waren es? 10, oder? Genau, aber die dürften jetzt so teuer sein, tatsächlich. Die rechtschaffenden Kugeln. Zähne. Und dann müsste ich es umwandeln können. Also ihr seht schon, der komplette Prozess, ne, wenn du da alles zusammenkaufst, ist schon auch relativ teuer. Deswegen habe ich jetzt immer noch versucht, das günstige im Black Market zu kriegen. Aber da es jetzt wirklich das allerletzte Teil ist, machen wir das jetzt fertig. Rechtschaffende Kugeln. Na gut, die kostet schon nochmal einiges. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke für die Geduld. Wie kann ich... Okay, dann tun wir es umbasteln. Obwohl, warte mal, ich will sehen, wie es aus All the Things rausfliegt. wenn wir es jetzt schon haben. Also hier ist der Schwarzmarkt. Da ist nur noch die Robe drin. Scheppert sogar ordentlich. Habt ihr das gesehen? Gut, jetzt haben wir jegliches Item, was man aus dem Black Market kaufen kann. Na, wunderbar. Die sieht sogar ganz cool aus, muss ich sagen, die Hexerrobe. Fand ich damals schon nice. Ich glaube, das erste Mal habe ich es persönlich gesehen. Ich habe ja früher Hexer-Main gespielt. In Burning Crusade, da gibt es im Sharegrad, hier oben gibt es Hexenmeister, die haben dieses T3-Set an. Also in Classic habe ich das nie gesehen, dass das jemand anhatte. Aber hier hatten die an, dachte, boah, was für eine coole Rüstung. Und viel später habe ich dann erst gemerkt, dass es ein quasi aus dem Classic ein Tierset ist, ne? Das wusste ich damals gar nicht. So, jetzt tragen wir das noch ein. Und zwar sind es 360, haben wir jetzt ziemlich genau dafür ausgegeben. 66k haben wir uns da ja noch gespart, weil ich noch was über hatte. 360. Also Upgrade. Dann haben wir jetzt schon ausgegeben 688k. Und ja, dann können wir mal gucken, irgendwas Kleines können wir da jetzt noch dazu nehmen. Aber zumindest Black Market sind wir durch und da wird es jetzt nichts mehr geben. Da muss ich mir quasi was aus dem normalen Auktionshaus kaufen. So, Dollar, als nächstes sind wir jetzt auf Archendorn unterwegs. Und da habe ich heute auch noch was Nettes gesehen. Und zwar das Rekrutenhemd. Das ist ein removedes Item. Ist sonst immer für 1 Million aufwärts drin. Und hier haben wir es jetzt tatsächlich mal für 483k. Ist auch ein Haufen Gold, aber ich würde sagen, wir machen das Waste-Video fertig, holen uns das einmal und ja, dann fehlt mir ein weiteres Hemd quasi aus meiner Liste raus. Das können wir jetzt eigentlich gleich mit dem hier lernen und dann in meine Liste eintragen, beziehungsweise aus der anderen rauskegeln. Also, als allererstes tragen wir es hier mal ein. Was hat man gesagt? 438, oder war es jetzt? Dass ich nichts Falsches... Ja, 438, 439, wenn wir uns aufrunden. Runden wir es mal auf. 439. Dann sind wir jetzt bei 1.127.000. Also haben wir es für die Folge wieder geschafft. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das hier noch irgendwo finde. Genau, Rekrutenhemd. Das sind zwei verschiedene IDs gewesen, die mir gefehlt haben. Eine habe ich schon geholt. Das ist jetzt tatsächlich die zweite. Die können wir auch rauskegeln. Und damit sind es jetzt noch 66 Items in meiner Liste. Juti, damit sind wir tatsächlich auch schon wieder durch.
war mal wieder eine kürzere Folge, aber dafür dieses ein oder andere teure Item und, was natürlich das allerbeste ist, Black Market haben wir fertig gekriegt, muss ich da nicht mehr jeden Tag einloggen. Das freut mich natürlich vor allem. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ja, damit verabschiede ich mich. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.